Herzlich willkommen in Malaysia. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir haben uns gut von der Zugfahrt erholt und sind in Georgetown. Und das ist eine kleine Stadt, also klein ist in dem Fall gut, sie hat 2,8 Millionen Einwohner und liegt relativ weit im Norden auf der Insel Penang in Malaysia. Da verbringen wir jetzt unsere ersten Tage. Die Stadt ist berühmt für ihr, und das sind wir natürlich auch für ihr Essen. Ihre Streetart und ihre Jetties. Die Jetties erklären wir dann noch ein bisschen später im Video. Vielleicht noch ganz kurz zu Malaysia. Also hier wohnen Malaien, die quasi Ureinwohner. Der überwiegende Teil von denen ist muslimisch. Dann gibt es einen großen Anteil an Chinesen. Die sprechen Chinesisch und sind Buddhisten in den meisten Fällen. Und dann gibt es noch recht viele Inder und Pakistani, die sprechen Indisch, sind Hindus. Und weil die drei schon immer Kommunikationsprobleme hatten, hat man sich irgendwann auf Englisch geeinigt. Das ist für uns super, weil es spricht fast jeder Englisch, man kommt also relativ weit. Ja, und das soll auch irgendwie dafür gesorgt haben, dass man eine super vielfältige Kultur hat. Da sind wir also gespannt drauf. Insgesamt werden wir 7 Wochen in Malaysia verbringen. Es wird also viel für euch zu sehen geben. Für den Moment starten wir aber erstmal mit. Guten Morgen. Wir hatten es ja schon angekündigt, dass wir uns in Georgetown die Clan-Jetties angucken wollen. Und als wir das neulich Nachmittag machen wollten, war es einfach viel zu heiß, weshalb wir das abgebrochen haben und sind jetzt zum Sonnenaufgang wieder gekommen. Und das hat sich einfach sowas von gelohnt. Aber das seht ihr hier. Was sind eigentlich die Clan-Jetties? Das sind tatsächlich Floating Villages, also kleine Dörfer, die auf dem Wasser gebaut sind. Und es gibt so 5, 6 nebeneinander und gehörten alle chinesischen Familien. Als die im 19. Jahrhundert hierher gekommen sind, haben sie sich in Clans zusammengefunden, um sich gemeinsam an die neue Lebenssituation anzupassen und zusammenzuarbeiten. Und jeder Jetty, also jedes Floating Village, gehörte einem Clan. Die heißen alle nach berühmten chinesischen Nachnamen. Bis 2006 haben hier die meisten Chinesen auch vom Fischfang gelebt. Heute darf man hier im Hafenbecken von Georgetown nicht mehr fischen, weswegen die jetzt alle in der Stadt arbeiten. Aber hier noch leben und tatsächlich auch noch in den alten Zusammensetzungen des Clans. Und das ist eigentlich ganz schön, das zu sehen. Der Chu Shetty ist der berühmteste davon. Der war auch richtig voll, als wir neulich Nachmittag da waren. Da gibt es halt auch richtig viele Geschäfte. Jetzt sind wir am Tan Shetty zum Sonnenaufgang. Da war neulich schon überhaupt nichts los. Und man sieht die traditionellen Häuser und hat einfach einen schönen Blick auch auf die Stadt. Also auf jeden Fall eine Empfehlung, sich das mal anzugucken. Am besten zum Sonnenaufgang, so hatte ich das auch in einem anderen Reiseblog gelesen, ab 7 Uhr morgens kann man dann quasi sehen, wie das alles so erwacht, und die führen wohl ihre Tempelrituale aus und so. Also ganz spannend. Ja, das ist wirklich was, was man in Georgetown wohl noch sehr gut sehen kann. Viele Chinesen, die einfach noch traditionelle Rituale praktizieren und vor den Häusern stehen so süße kleine Altäre mit den Räucherstäbchen und den Opfergaben. Und ja, das ist einfach wirklich nett zu sehen, wie sich hier in dem Land die unterschiedlichen Traditionen vermischen oder nebeneinander gelebt werden. Wer also nicht mit allen anderen zum Sonnenuntergang hier sein möchte, ist bestimmt trotzdem spektakulär, der geht einfach zum Sonnenaufgang. Wir sind jetzt hier nämlich alleine auf dem Steg.
Und auch hier, ähnlich wie in Thailand, sehen wir viel mehr Straßenkatzen als Straßenhunde. Aber was auffällt, ist, dass es immer irgendjemanden gibt, der sich total nett um diese Tiere kümmert. Und es ist wirklich viel Essen dabei. Und das ist halt einfach schön zu sehen. Und auch hier haben wir echt ganz, ganz wenig Hunde gesehen. Wir hatten es ja schon angesprochen, neben den Jetties ist Georgetown für seine Streetart bekannt, und zwar besonders die von Ernest Zacharewitsch. Eigentlich ist er ein litauischer Künstler, der mittlerweile hier wohnt. In seinen Kunstwerken zeigt er Alltagsszenen und integriert dabei Gegenstände wie zum Beispiel Schaukel, Fahrrad oder Motorrad. Der Boy und Motorcycle hat ihn übrigens berühmt gemacht. Viele der Kunstwerke sind tagsüber super doll besucht und man steht lange an für Fotos. Es gibt aber auch einige, die tagsüber gar nicht besucht sind. Jetzt um die Uhrzeit, wo wir unterwegs sind, hat man die auf jeden Fall alle für sich. Ja, und das ist jetzt quasi so das Fotomotiv, gibt es auch wahrscheinlich 1 Million Mal auf Instagram. Ich persönlich finde ja ganz viele andere beeindruckender, aber man hat sich wohl dafür entschieden, dass es das sein soll. Die Streetart hat nicht nur Künstler, die Sachen einbinden, sondern auch Erlebnisse zeigen, in dem Falle hier von der hiesigen Feuerwehr, von der großen Brücke, die wir euch schon mal gezeigt haben. Viel wohl augenscheinlich ein Auto. Es geht weiter mit normalen Verkehrsunfällen, Wildtierrettungen, Haustierrettungen. Tja, hat sich jemand hinter Zug gelegt zum Ausruhen. Wanderunfälle. Af Malai heißt Firefighter, also Feuerwehr übrigens Bomber. Wenn die Bombers irgendwo ausgeschildert sind, dann sind das die lieben Damen und Herren von der Feuerwehr. Und das erinnert uns auch ein bisschen an Mexiko, wo sie ja Bomberos heißen. Das ist wirklich süß gemacht. Richtig nett. Welcome to Beach Street, Fire and Rescue. Sourdough Bakery, und nach dem langen Spaziergang gibt es hier erstmal Frühstück. Wie der Name schon sagt, sie sollen richtige Sauerteigbrot haben, und als gute deutsche Brotesser müssen wir das natürlich erstmal überprüfen, ob das auch so stimmt. Thank you.
glaube, ich werde mich für einen Honey Coffee entscheiden. Espresso, Honey, Milk and Whipping Cream. Also ich werde auf jeden Fall die Creme mit Eggs und Toast nehmen. Das hier sieht gar nicht so toll aus, aber es ist warme Kokosmarmelade, die mit den Blättern des Schraubenbaumes aromatisiert wurde. Wir haben uns jetzt nach dem Frühstück natürlich entschieden, euch trotzdem noch den berühmtesten Jetty zu zeigen, den Choo Jetty. Aber ja, er ist voll. Die kleinen Tourbusse stehen auch schon vorne. Nichtsdestotrotz wollten wir es nicht verpassen, euch das zu zeigen. Also ich denke, ihr seht jetzt, warum wir euch auf jeden Fall empfehlen würden, früh zu kommen oder auch einfach einen der anderen beiden Jetties zu besuchen oder einen der fünf anderen Jetties. Da war nämlich auch schon neulich Nachmittag niemand. Wir sind in der Norm Mikrobrewery. Hier wird allerdings nichts mehr gebraut, außer richtig leckeres Süßspeisenzeug und herzhaft. Wir hatten die Waffel mit Birne und Eis und Schoko Crumble Crunch, super duper mega. Das ist lecker. War richtig gut. Aber im Verhältnis zu den bisherigen Speisen und Getränken, die wir hatten, richtig teuer. Aber völlig wert. Völlig wert. Vicky hatte sich bestellt einen Iced Coco Latte. Ein koffeinhaltiges Kaltgetränk mit Kokos. Viermal so teuer wie das Essen aus dem Intro. Bitte mal kurz zur Größenordnung, wie fancy dieser Laden ist. Aber ihr hört es an der Geräuschkulisse, der wird angenommen. Und naja, ich blicke mich um. Hier im Vorraum sind wir die einzigen Europäer, also es sind tatsächlich die Asiaten, die hier auch hergehen und fancy erleben wollen. Andersrum sieht man natürlich auch ganz viele Asiaten bei den, ich nenne sie mal, einfachen oder günstigen Straßenständen. Und die Mischung macht das natürlich. Das ist ziemlich cool. Du kannst einfach alles haben. Du kannst von super fancy, mega hype. Da drüben sitzt jemand und arbeitet an seinem Laptop. Steckdosen sind überall an den Sitzplätzen. Zu halt dem einfachen Straßenstand, wo du dein Essen auf der Hand holst und nicht mal eine Mark 50 bezahlst. Und satt wirst. Das ist richtig, richtig stark. In Berlin, glaube ich, undenkbar. Da ist alles, was irgendwie nicht fancy ist, sondern auf alt getrimmt, ist schon wieder so fancy, dass man dafür ein Heidengeld nehmen kann. Hier ist das authentisch und Realität und ja, wir begrüßen das auf jeden Fall. Und muss man sich zwischendrin auch mal gönnen. So, teure Getränke. Georgetown. Das war was. Hat uns ziemlich gut gefallen. Die Menschen sind sehr, sehr freundlich. Wir hatten auf dem Steg beim Sonnenaufgang einen Typ gehabt, der kam mit seiner Drohne an und wollte dann um uns rumfliegen und so. Und das wäre natürlich eine schöne Aufnahme für euch gewesen. Wir haben das dankend abgelehnt. Aber wir waren nett mit ihm im Gespräch. Und er sagte, dass prinzipiell die Malaysia nettes Volk sind. Und das können wir zum jetzigen Zeitpunkt nur bestätigen. Das Essen ist super. Das hat uns auch ganz viel Spaß bereitet.
Was sie nicht können, ist Tahiti, aber es ist halt auch ein anderes Land. Und ansonsten ist das natürlich wie mit allen Touristenattraktionen. Wenn man mal ein bisschen links und rechts davon geht, dann findet man auch schöne Spots. Da hast du dann halt eben keine Möglichkeit, dir mal noch ein Eis zu kaufen oder noch ein Souvenir oder sonst irgendwas. Und das ist okay, dass es diese Einkaufsmeilen gibt. Die Leute leben ja davon. Und irgendjemand hat mal beschlossen, dass man genau dahin muss, um den wahren Jetty zu sehen. Wie gesagt, links und rechts davon stehen auch welche und die kann man sich angucken. Und da hat man meines Erachtens nach die wahren Jetties. Aber ja. Ich finde aber auch so, was auffällt, ist einfach, also was auffällt, ist, dass man nicht auffällt. Das also, stimmt. Man wird einfach, egal was man macht, aber man wird einfach nicht angestarrt. Aber ich glaube, das liegt halt auch daran, dass sie selber so unterschiedlich sind. Also ich hatte es ja ganz am Anfang gesagt, wir haben irgendwie 60% sind Ureinwohner Malai, davon sind 50% Muslime und 10% Urvölker. Dann hast du irgendwie nochmal 20% Inder und Chinesen und dann hast du jede Menge Zugewanderte auch aus anderen Ländern. Und dadurch, dass sie selber schon so unterschiedlich sind, glaube ich, sie interessieren sich wirklich nicht dafür, was du machst oder wie du bist oder wie du rumläufst. Und das ist sehr angenehm. Das stimmt. Man kann sich einfach frei bewegen. Und natürlich ist es, wir gehen ja auch in die Local-Läden, sag ich mal, wo also schon nicht der große Tourismus hinrennt. Und selbst da, die Leute gucken kurz, registrieren uns und das war's. Und da wird aber nicht ihr starrt, als wären wir von einem anderen Planeten oder sonst irgendwas. Und das ist halt wirklich sehr, sehr angenehm, dass man halt einfach, also da bist du halt Mensch. Ja, und es wird viel gelächelt. Also ja. Ja, die Grundstimmung ist sehr positiv. Das finde ich auch. Das ist sehr angenehm. Da fällt es schwer, schlechte Laune haben zu können. Nein, also so, die ersten Eindrücke sind gut. Es ist ja teurer als Thailand, würde ich sagen. Ich würde nicht sagen, unser Preisniveau, aber schon. Ja, man kann schon Geld ausgeben. Wenn man nicht drauf achtet, ist man auch schnell Geld los. Man denkt immer, dass das alles so super günstig sei, aber tatsächlich, also man muss umrechnen und. Also Restaurants sind schon günstig. Also haben wir jetzt echt. Preisspanne von bis ist natürlich alles möglich, aber muss man immer im Hinterkopf haben. Kostet nicht alles nur 1,50 €. Wir haben es ja gesagt, Georgetown ist quasi eine Stadt auf der Insel Penang, auf die wir gefahren sind. Und die hat natürlich noch ein bisschen mehr zu bieten als die Stadt. Und das schauen wir uns nächste Woche an und wollen uns einen Roller mieten und drehen einfach eine Tour um die Insel. Wenn ihr wollt, seid damit dabei. Wenn nicht, schaltet da trotzdem einfach ein. Und dann schauen wir uns mal Penang an. Bis dahin. Ihr habt euch wohl. Sag doch deinen Satz. Los!